Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ihr seht schon, ich bin bereit. Ich sitze im Golf 2. Heißt für mich, das erste Mal Nürburgring. Ich muss auch sagen, mit einem etwas kleinen faden Beigeschmack, weil ihr wisst, wo die Spritpreise hin sind. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, es ist der 12.3. jetzt, wo wir jetzt gerade mit den Preisen stehen. Also mein letzter Stand war 2,30 Euro zu, ich kann mich noch erinnern, hier, der hat jetzt noch, ich glaube, ein bisschen über halb voll müsste der eigentlich noch sein. Ja, ich glaube, irgendwas über halb voll. Noch Sprit von letztem Jahr drin, wo ich, glaube ich, für 1,60 Euro getankt habe. Also, mal geschlagene, mal locker zwischen 70 und 80 Cent. Nach meinem jetzigen Stand schon teurer. Lohnt sich es überhaupt noch zum Nürburgring zu fahren? Die Runden sind gleich geblieben, liegen immer noch am Wochenende bei 30 Euro und in der Woche nach 25 Euro. So stand es zumindest auf der Webseite. Ob sich das jetzt geändert hat, werde ich auch vor Ort sehen. Und mal abwarten, ne? Wie teuer das jetzt wird. Ich werde auch am Ende des Tages mal eine Kostenaufstellung machen. Wir werden mal sehen, wie voll es heute tatsächlich sein wird oder wie viele Leute sich auch wirklich davon abhalten lassen von den hohen Preisen. Ist natürlich auch noch so ein Thema. Ich bin gespannt, wir lassen uns einfach überraschen. Wir fahren mal hin, gucken, was der Nürburgring so auf sich hat. Und wenn er angeht. Oder auch nicht, vielleicht fahren wir nirgendwo hin. Na doch, alles gut. Also Leute, let's go. Freunde, ich bin angekommen. Ich habe jetzt mal voll getankt. Es fehlten aber irgendwie nur 24 Liter oder so. Also irgendwas um die 65 Euro oder so habe ich jetzt gerade nachgetankt. Ich denke auch, ich habe jetzt noch 4 Runden auch auf meiner Karte gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass ich eigentlich mit diesen Runden auch heute hinkomme. Es ist sehr, sehr leer noch. Also wirklich, also ist schon was los, aber noch nicht so rappelvoll gerade. Ne? Also zumindest jetzt hier an der Seite noch nicht. Das hält sich Gott sei Dank noch in Grenzen. Ich fahre jetzt mal das erste Ründchen und werden jetzt mal schauen. Nach so einer langen Zeit, ich bin ja letztes Jahr wirklich fast gar nicht gefahren. Wie sich das anfühlt, mal endlich wieder ein Ründchen über den Ring zu knallen. Was halt ganz geil ist, das werdet ihr auch jetzt gleich sehen. Die haben halt die ganz normalen Parkplätze auch wieder auf. Ne? Das war ja, also nach meinem letzten Stand letztes Jahr, hatte sich das ja, oder waren die alle geschlossen. Also quasi, wenn jetzt vorne direkt Eingangsbereich Nordschleife, Touristen fahren oder da drauf erst rechts, links, wo auch das Restaurant ist. Das war ja alles geschlossen. Und jetzt ist das tatsächlich alles schon wieder auf. Das ist schon ganz gut. Ne? Also die Leute können hier ganz normal wieder parken. Ich gucke mal, ob man hier vorne links auch wieder parken kann. Ich denke aber ja, der Helm ist auch vernünftig an. Boah, ist das ungewohnt, wieder hier zu sein, Leute. Wahnsinn. Nach einer wirklich kompletten Saison. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch an dieses scheiß Ticket-Ding hier drankomme. Und hoffentlich hat die Frau kein Blödsinn erzählt mit ihren 4 Runden. Also gute Fahrt. Noch 3 Runden auf der Karte. Und dann wollen wir noch mal gucken. Anschnallen. Was hier so geht, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sag ich euch ganz ehrlich. Also wirklich noch ein bisschen nervös. Bin aber ganz gut hier drin. Temperatur, wir gucken mal nach Öl. Bin ja nach hier gefahren. Also sollte eigentlich auch alles easy sein, ja. Das ist alles gut. Ich mache jetzt aber echt ganz, ganz easy, Leute. Ne?
Leute wegen den Spritpreisen nicht kommen, also dass da auch viele zurückgesteckt sind oder auch weil es einfach so super früh ist. Ne? Wir haben ja gerade mal, ich glaube, was haben wir, halb 10 oder so? 12, 10? Das ist auch noch relativ früh. Anscheinend überhaupt nicht. Weil ich bin echt am Löschen, Alter. Ich bin echt am Löschen. Also wirklich am Löschen. 9 und 1 Punkt, 1 GT3.
nicht pinkeln, aber das ist mir gerade komplett egal, Alter. Slalom-Parcours mitnehmen hier.
Spaß hier gekostet.